Slug-Lord-Card noch bekommen. Ich wollte gerade gedacht schon, was war das denn jetzt? Nichts Wichtiges. Nee. Also das ist bestimmt wirklich einfach nur Banner oder so. Wer macht das bestimmt nicht. Panisch erstmal die Axt rausziehen, weil da irgendwas angeflogen kam. Die Panik-Axt. Okay, nur einen Panik-Sprung. Ja, inzwischen gibt es auch eine Panik-Axt, aber auch nur, wenn man Glück hat. Und keine Health-Pakete bekommt. Mhm. Weil Health-Pakete an sich halt auch nicht so verkehrt sind. Ja, also, ich will nur daran erinnern, wie oft wir irgendwelche, sag schon, Heiltränke herstellen mussten und sparen mussten. Wie wir extra Touren gemacht haben, ja, um die Heiltränke zu kriegen. Oh, hier schon wieder der Ausgang. Auch auf Kosten der, dieser bösen Dingens, die da ankamen. So, wo wollen wir hin? Deep Jungle. Ich wollte mal austesten, was jetzt passieren würde eigentlich, wenn du einen anderen nehmen würdest. Kommen wir dann in denselben Deep Jungle oder kommst du dann tatsächlich in den falschen? Das ist eine gute Frage. Oh, hier gibt es ganz viele Fähigkeiten. Bubble. Und das Gadget Turret. Was möchtest du? Nimm ich mal die Bubble. Gast Emblem, das habe ich schon. Wunderbar. War noch eine Fähigkeit. Und hier? Ich habe einen Ring. Sehe ich jetzt erst. Auch einfach nur Vitality. Gut, da immer merke, dass ich. Noch Affen am Leben. Oh mein Gott. Und das ist alles Mist. Die Probleme kaufe ich immer. Der Kiste gezogen. Ja, ist ja in Ordnung. Reicht, wenn einer das macht. Mhm. Sind ja auch alle am richtigen Ort. So, ich wollte gucken, was ich jetzt hier gefunden habe. Vitality 1 plus 3 Leben. Aha, und Bubble. Bubble. Alle, guck mal, alle kriegen das Schild. Doch, du kriegst das Schild. Yay! Das ist ja mal gut, leider auch 10 Mana. Oh. Aber es reckt ja zum Glück automatisch. Die Bubble macht was genau? Okay, eine Bubble, 20 Sekunden lang, reduce the next hit by ein Viertel of the damage. Nee, ein Viertel of your, um unseren Glaubens. Ah, okay. Stat. Ein Viertel des Glaubens. Also nicht so viel bei mir. Und Damage Reduced Caps at 25. Okay. Also irgendwann ab über 25 geht's nicht. Also kriegst du jetzt bei 3 geschickt. Yay! Ist doch immerhin etwas. Wenn die Gegner erstmal gleich was auf die Fresse bekommen. Mhm. Gleich zur Begrüßung. Da, Gegner! Hinter uns war auch einer. Ja, ich hab's gesehen. Ich würde sagen, irgendwie wenig von diesen Spuren im Moment hier. Und von diesen Ranken. Ja, aber das Ding ist, kann ja noch werden, ne? Aua. Bin ich denn da jetzt reingesprungen? Dauert aber auch ein bisschen, bis das endlich mal kommt. Mhm, manchmal kommt es sofort, fast sofort, und dann dauert es wieder länger. Weißt du was? Ich nehme einfach den und stelle mich rein. Reinstellen allein bringt aber nicht viel. Aber dann kann ich etwas schneller. Vielleicht will sie nicht. Da ist sie. Jetzt hast du sie herausgefordert. Schön, dass du den Hive meint, aber auch erstmal meint, das Teil ist weiblich. Mhm. Ja, das sieht man sofort. An dem Lippenstift. Das war's. Yay! Das war's. Das ist gut. Furchtbares Spiel. So schwierig. Was ja, das? Ich hab keine Ahnung, ich hab's mal gecastet. Macht er das? Ja. Ja, dann. Was, Naffe, tötet ihn. Ja, Panikaxt!
Bruder. Gut. Ah! Aber der Geist könnte noch in deiner Nähe sein. Panikaxt! Und wieder hat er das Lager einfach offen gelassen. Ich war da dran. Achso, dann hat er trotzdem bei mir die Animation nochmal gemacht. Diesen Cast-Balken. Da weiß ich gar nicht, Carsten. Da war ich extra drin. Da ich besser mich. Dauert zwar ein bisschen, aber ich versuche immer wieder. Sofort abgeschossen. Niemand mag Affen, außer Amiga Link, der mag Affen. Schon wieder der alte Feuermeister. Meinst du, hätte der einen anderen hoch oder würde der was anderes machen, wenn wir vielleicht das Teil noch nicht down hätten? Ich glaube. Ihn sozusagen zuerst treffen würden? Oder wenn wir den Boss in seiner Nähe bekämpfen würden? Das ist eigentlich eine gute Frage. Vielleicht kommt dann auch die Axt häufiger. Wobei, nee. Doch, vielleicht. Ach, ich weiß auch nicht. Müsste ich im Internet nachlesen. Wer macht denn sowas? Niemand. Berühren! Ich glaube, wir gehen aber auch gerade wieder vom Ausgang weg. Doch, nein! Levelaufbau ist doch immer, ne? Von links nach rechts. Wir gehen gerade nach links. Finde den Fehler. Nö. Was? Achso. Alles gut. Na dann. Ich flieg einfach mal Richtung Ausgang. Komm nicht mehr auf, das ist herrlich. Hier haben wir noch Pflanzen übersehen. Hier haben wir auch noch überall einen Stein und da hinten ist eine Kiste. Nein, was? Warum bin ich denn tot? Weil du scheiße bist. Oh ja, das ist richtig. Hast du gut erkannt. Ich hab nochmal zwei Fähigkeiten bekommen. Bin voll aufgebaut. Komm ran hier. Ja, doch. Komm ran hier. Liegst du denn da schon wieder? Ich weiß nicht. Ich habe auf einmal so viel Schaden gekriegt von so einem Mistvieh. Ja, weißt du bist kann allein so nicht mehr aufstehen. Kriegst gleich, sobald ich wieder stehen kann, kriegst du ein paar aufs Maul. So, danke. Wie so ein Fisch auf dem Wasser. Ja, wir wollen ja dann sowieso erstmal ein bisschen zurück hier Richtung Schiff. Oh, guck mal. Erinnert dich das auch an das? Moment. Du bist ein fucking Paladin. Du, Magie zieht dich nicht als Krieger auch so zwei Schwerter? Nee, die haben vier. Ja, jetzt seien sie mal nicht kleinlich. Ja. Doch. Na, da gut. Bin ich kleinlich. So. Achso, ja, klar. Die Waffen-XP nochmal mitnehmen. Waffen-XP gucken. Das ist das hier. Das Photonblade. Das habe ich gerade gekauft. Dexterity 1. Eben. Hilfpaket. Es wäre gut, dass ich Sachen kaufe und du sammelst es immer ein. Das finde ich super. Ich habe jetzt das Health-Paket gekauft, das ist von meinem Geld runtergegangen. Ja, und ich habe die Erdscherbe gekauft und du hast sie gekriegt. Ich gehe zum Schiff. Kannst gerne mitkommen. Bin auf dem Weg, ich fliege. Er fliegt. So, haben wir wieder Zeug aus der Bank holen hier. So. Erstmal wieder alles rauskramen. Vielleicht nicht unbedingt diese komische Karte. Braucht doch keiner. Da. Wollen wir mal Embleme herstellen. Zack. Hier nochmal. Zack. Liebe brauchen. Viel zu viele Erdscheiben. Dann kann ich mir so langsam mal hier meinen zweiten Druiden bauen. Wird auch mal Zeit. Sonst kann ich nichts weiter herstellen hiervon. Reicht ja auch. So. Schauen wir mal. Einmal Druide zum Mitnehmen.
eigentlich gar nichts Neues mehr bauen. Ja, ich kann hier noch ein Schild und kann auch noch, oh, Schild ist sogar in legendär. Es leuchtet so schön golden wie damals das Schwert, als ich eins hatte. Ja, das waren schöne Zeiten. Ja, war eine sehr lange Runde. Als die Welt noch in Ordnung war. Dann kann ich jetzt auch mal eine Brustrüstung haben. Und genau, dann wollte ich ja noch gucken, was ich sonst noch so herstellen kann. Ich habe Tier 2. Noch ein Tier 2. Und noch ein Tier 2. Ah ne, das ist dasselbe wie das, verdammt. Einmal Tier 3. Noch ein Tier 3. Und das ist dasselbe. Wie mir einfach immer irgendwo irgendwas fehlt. Abartig. Gut. War das ein Tier 3? Welches Tier 3? Seed, Ghast und... Die beiden habe ich auch. Das ist ein anderes Tier, ein letztes Tier 3 fehlt. Bei mir fehlt auch beim Tier 2 theoretisch noch ein drittes. Ich habe Tier 2, kann ich 1 zusammenstellen. Aus Eagle Emblem, Claw und E4. Was das aber wird, kann ich dir nicht sagen, weil das habe ich noch nie zusammengebaut. Deswegen, das habe ich mir gedacht. Schauen wir mal. Hast du eine spezielle Order, die du haben möchtest? Eine was? Eine spezielle Order von den Teilen, wie die angelegt sein sollen. Möchtest du eine Reihenfolge haben? Möchtest du Nein. Beetle zuerst? Nein. Claw und Urikalzium? Just do it. Just do it. Na gut. Hornwall. Klingt gut. Darb. Magie. In blau. Mhm. Oh. Das ist nicht mal Mana. Macht aber also Glauben, HP und Tech. Da bleibe ich lieber bei meinem anderen. Okay, dokili. Und alles in die Kisten. Eigentlich die AP-Trinker. Ich bin schon weg. Du kannst eh nicht ohne mich abfliegen. Das weiß ich. Trotzdem, ich bin schon weg. Oh, so. Auf geht's in die nächste Runde. Yay. Nochmal alles von vorn. Ah, besser ausgestattet. 22 Damage mache ich schon, das ist schon okay. Kann man mitarbeiten. Brauche ich jetzt überhaupt noch Damage machen? Kann ich jetzt nicht einfach... Ja. Der läuft einfach nur noch durch. Stirb! Ich brauche auf jeden Fall hier welche von den Fliegen. Die Fliegen sind bei mir immer Mangelware. Wir haben etwas Glück jetzt, dass wir im Moment mehr von diesem Urikalzium kriegen. Ich habe mich auch schon gerade gewundert. Mal schon das zweite vorkommen. Dafür, dass wir auf der Landung gar keinen hatten. Ja. Na, ah, der Boss. Ah. Oh, Bullet Hell-like ausgewichen. Natürlich nicht gewollt. Das war Zufall. Was ist denn hier noch unten? Wo will er hin? Ich weiß nicht. Ich hab ihn mit meinem Schwert getötet. Irgendwas hat mich da oben noch getroffen. Ich glaube, das war so eine seiner letzten Feuerbälle oder so. Shit, da kommt ein Stein. Gut. Ach ja. Bastard! Ich hab gerade meine Schwerter. Oh. Gut. Easy. Das war jetzt irgendwie langweilig. Ja. Ja, aber du weißt ja, die spannenden Sachen kommen schon noch. Ja, ja, das. Schauen wir uns alles an. Wir müssen ja erstmal erfolgreich durch die nächste Welt kommen. Ja. Ja, hat jemand Level Up? Schon wieder der Boss. Ja.
Ach, der, der rote, der Feuerboss ja, da? Ja, unten. Okay. Aua. Da ist der Axttyp. Gib mir die Angst. Eine Axt. Spreche ich ihm an. Guten Tag. Hellspeck. Den habe ich auch bekommen. Das kann ich. Dafür, dass die Würmer mal so eine Art Bedrohung waren, ne? Dafür, dass wir am ersten verreckt sind? Ja. Schön, dass der einfach nicht mehr den Fuß auf den Boden setzen muss, sondern einfach wirklich überall nur durchfliegt. So muss es sein. So hätte es mal magiziert sein sollen. Dann wäre das auf jeden Fall alles viel einfacher gewesen. Auf jeden Fall. Wie schon wieder? Der Boss? Scheinbar, ja. Oder immer noch? Nee, schon wieder der nächste. Vielleicht meint das Spiel, das muss schwerer werden oder so. Das kann sein, aber so viel schwer sind die jetzt auch nicht. Ja, dass wir einfach jetzt den häufiger spawnen lassen oder so. Einfach nur für Farm-Items oder so was. Aber der droppt der denn überhaupt was? Nö, ne? Ja, doch, jede Menge Erfahrungspunkte und Gedöns. Wahrscheinlich hier Monsterteile oder so was. Auf in das nächste Hollow Caves. Jo, unterwegs.